Hey Leute, was geht? Herzlich willkommen zurück hier bei Dark Souls 3. Ich habe mal meine, Dark Souls Klugscheißer gefragt. Und die Freude über das besiegte DLC währte nur kurz. Sagen wir es mal so. Denn es gibt hier noch einen Boss. Yay. Und eigentlich war es uns sogar klar, also mir war es klar, dass es hier noch was geben muss, denn... Was passiert denn jetzt eigentlich mit dem Bild? Das hat jetzt nichts mit dem Boss zu tun, das will ich jetzt einfach nur wissen. Flame has taken root, and Uncle Gale will soon bring the pigment. Pigment, colored like the dark soul of man. Blut der finsteren Seele geben. Okay, das machen wir auch noch. Ich habe jetzt, weil die ganze Zeit davon reden, dass die gemalte Welt komplett abgebrannt werden soll, habe ich Bedenken, dass wir uns hier irgendwas verbauen, wenn wir das jetzt machen. So, und zwar folgendes. Mir wurde gesagt, Brücke kaputt hauen. Und dann, wie bei Volnir, kann man hier runterklettern. Holy shit. Wie soll's denn da drauf kommen? Oh no. Okay. Okay, okay, okay. So weit, so gut.
Also was ich weiß, ist, dass wir hier runter sollen. Mir wurde halt gesagt, kletter da runter und dann findest du schon. Das ist meine Info. Nee, was ich sagen wollte, eigentlich war mir klar, dass hier noch... Oh, da ist ein Bonfire. Dass hier noch was ist. Denn wir hatten hier auch immer gegen diesen Wolf gekämpft. Der Große, und der ist immer wieder verschwunden. Wo ist denn jetzt das Bonfire? Ich stehe innen und ein bisschen da. Das ist jedenfalls die Info, die ich habe. Mir wurde gesagt, hau die Brücke weg, kletter da runter. Erinnerst du dich an den Wolf, der immer verschwunden ist? Das sind meine Infos. Tolle Infos, ja? Schön. Nur so ein Arschlochbaum. Holy shit! You, Alter. Sieht nice aus. Das ist der Boss? Jetzt erstmal die scheiß Wölfe wegkriegen hier.
Nice. What? Gut! Okay, krass. Ah, den kriegen wir platt. Leute. Damit haben wir jetzt aber das DLC. So, jetzt gehen wir nach oben, geben ihr dieses komische Blutzeug-Ding-Gedöns. Und wenn dann nichts mehr passiert, gehen wir zum Endgegner und dann war's das. Ich will aber nicht, dass schon Ende ist. Gucken, was jetzt passiert. Ich bin gespannt. Es war ja wirklich so ein Miniboss nur. My thanks, Ashen One. With this will I paint a world. Please tell me thy name. I would name this painting after thee. My thanks. I will paint a world of that name. It will be a cold, dark, and very gentle place. And one day, it will make someone a goodly home. I wonder when I hope the new painting will be to him a gentle home. Okay. My thanks, Ashen One. I will assuredly finish the painting. Of a cold, dark one day, it will make someone a... Scheint sie nicht zu interessieren, dass es hier brennt. Das ist krass, ich gehe gerade im Kopf durch. Ashes of Ariandel. Ashen One, thou, then I am of thou skill. Very well, then take. Ich hoffe halt, dass ich in Ringed City, aber da habe ich, da war ja nichts mehr.
Mayst thou. Alter, fühlt sich das komisch an jetzt. Ein letztes Mal die Boss-Modus-Klamotten an. Vielleicht ein letztes Mal. Harzbündel haben wir auch bei. Okay. Ihr habt gesehen, wie ich das Schwert fertig gemacht habe mit Dings. Hat er sich selber auch irgendwas aufs Schwert geschmiert. Ich will die ganze Zeit einfach nur einen Estus trinken. Mehr will ich gar nicht. Willst du mich verarschen? Der Typ ist nicht mal schwer. Er ist nicht mal schwer, aber du kommst nicht dazu, mal einen Estus zu trinken. Egal, jetzt gehe ich da hin und dann hau ich den. Olle Kanalratte, kann ja wohl nie sein. Dann denkt er, wer er ist. Moment. Vergessen, dass er zwei Schwinger macht. Der verzögert die Scheiße so. Darauf muss ich erstmal wieder klarkommen, auf seine Scheißverzögerungsscheiße.
Kann ich hoch. Ihr seht's, ich werde, anders als bei allen anderen Kämpfen, die wir so hatten, ich werde bei dem einfach nicht warm. Das ist ein Huren. Hallo. Danke, Kamera. Die Kamera hat gar kein Problem, Baby. Dark Souls hat kein Kameraproblem. Ich weiß nicht, was der Typ hat. Aber um es mal in eine Perspektive zu setzen für euch. Der Typ spielt sich so, als wenn ich gegen einen Endboss aus Dark Souls 2 kämpfen würde. Einfach nur meh. Weißt du, ist kein besonders schwerer Kampf. Aber einfach besonders scheiße. Ist ja hier so ein Pyromantie-Otto, Alter. Ja, Vergiftung! Das wäre immer geiler, der Kampf. Trink doch jetzt verdammt nochmal deinen verfickten Estus, Alter.
machen halt die ganze Zeit weniger Schaden bei ihm, weil er diese Schadens... Kackpisse da hat. Lass mich doch mal schlagen! Alter Schwede, geht der mir auf den Piss, Alter! Mit Abstand der abgefuckteste Kampf vom ganzen Spiel. Mit Abstand. Sorry fürs Fluchen, Alter. Der Typ ist mir echt auf den Sack gegangen jetzt gerade. Ich hätte mich umziehen sollen. Wir sind durch. Wenn wir die zweite Reise antreten. Leute. What the fuck? Der Dark Souls Noob. Dieser Semi. Hat das Game durchgezockt. Er hat nicht nur das Game durchgezockt, sondern er hat alle Dark Souls Games durchgezockt. Hintereinander weg. Wir hatten schöne Zeiten, finde ich. Wir hatten echt abgefuckte Zeiten. Aber alles in allem war es eine echt geile Reise. Und es macht mich traurig, Alter, dass sie ja schon gesagt haben, dass da nichts mehr kommt. Also es kommt kein vierter Teil. Zumindest kommt kein Dark Souls 4. Ja. Ob die noch Souls Games machen? Ich denke schon, dass die noch Souls Games raushauen werden. Das wäre dumm, wenn sie es nicht machen. Aber wir sind durch, Leute. Ich lasse das mal lieber. Vielleicht
Habe ich doch noch irgendwo irgendwas übersehen? Es hat mir super viel Spaß gemacht. Überlegt mal, das war jetzt fast ein Jahr. Ich glaube, im Juni letzten Jahres, Mai, Juni, irgendwie so in dem Dreh, haben wir angefangen mit Dark Souls 1 Remastered. Und dann kamen kontinuierlich Dark Souls Folgen. Ich habe mich teilweise richtig blöd angestellt, aber teilweise auch ganz gut. Und der Endkampf, ich muss ganz ehrlich sagen, wäre der Kampf gegen Sklavenritter geil, wäre das der Endkampf gewesen. Oder gegen diesen Drachendude. Das wäre viel geiler gewesen. Sage ich ganz ehrlich. Geil. Das hätte der Endkampf sein müssen. Der war so episch. Der sah so fett aus. Ich habe mir das Video selber angeguckt, vom Kampf gegen den. Du kannst ja, wenn du da kämpfst, da kannst du ja gar nicht das genießen, wie krass das aussieht. Ja, und jetzt nach einem Dreivierteljahr fast. Fast ein Jahr. Sind wir durch. Sind fertig. So endet die Reise. Demnächst von From Software, also von den Entwicklern, steht ja Sekiro auf dem Plan. Sekiro, Shadows Die Twice, ist aber kein Souls-Game mehr. Also im weitesten Sinne. Spielt sich wohl ganz anders, hat aber auch einige Gemeinsamkeiten. Also es ist immer noch ein From Software Game. Werden wir auf jeden Fall auf dem Kanal zocken. Ich bin sprachlos, ne? Das ist wie, als wenn ein großer Teil, der dich jetzt so lange begleitet hat, einfach nicht mehr da ist. Die Dark Souls-Reihe ist, glaube ich, die längste Reihe, die ich jemals gezockt habe auf dem Kanal. Ne? Back to back, also alle drei Teile. Ich sag ganz ehrlich, wird mir fehlen. Sag ich ganz ehrlich. Genauso wie eure Kommentare mir fehlen werden. Danke an jeden, der ja bis jetzt mit dabei war. Danke für jeden Daumen nach oben. Das ist immer Motivation für mich. Und nicht nur das, es hilft halt dem Kanal und letztendlich uns als kleine Community, dass neue Leute auf den Kanal kommen. Weil dann die Videos einfach sichtbarer sind für die Leute. Auch wenn es blöd klingt, das ist tatsächlich so. Danke an jeden, der einen Kommentar geschrieben hat. Danke, dass ihr dabei wart. Danke für eure Geduld. Und danke auch an Dark Angel, dass du einen Kill-Counter gemacht hast. Ich bin gespannt, unter der letzten Folge jetzt zu sehen, wie viele Tode ich insgesamt in der Dark Souls-Welt hatte. Danke. Es hat richtig viel Spaß gemacht. Richtig, richtig gut. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.